Nö, nö, nö. Ich nehme gerne Schaden. Oh. Ja. Und wenn keine Crits kommen, ist das richtig mies. Weil 5, 6 Mal auf den Gegner hauen. Mm-mm. Mm-mm, das geht nicht. Oh, Hühnchen. Au. So, schön viel zum kaputt hauen. Goldregen. So. Ja, bleibt mal da stehen. Oh. Yeah. So. Du bist kaputt. Ich will nicht immer automatisch auf die doofen Kisten draufstellen. So. 16.000 Gold. Oh, oh. Das ist so ein Killerauge. Und hier ist gar nichts. Irx. Irx. Weg hier. So. Komm schon. Ja, komm. Du stirbst jetzt. So. Gibt hier alles Gold und so, ne? Und Lebenspunkte. Stimmt eigentlich. Wir haben ganz vergessen, wieder umzuschalten. Die... Oh, oh. Dass wir nicht Gold haben wollen, sondern Lebenspunkte. Das könnte das Leben als Assassin doch einen Ticken einfacher machen. Aber na gut. Kriegen wir wenigstens mehr Gold. Karte sagt, ganz viel nach unten. Und dann müsste es gleich links rumgehen. Mhm. Kaputt. So. Oh. Da ist ein Doom was. Genau. Ah. Komm her. Elender. Oh. Oh, 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 oh. Also ich finde es sehr schwer, mit den Crits umzugehen. Da ist der Hokage mir wesentlich lieber gewesen bisher. Weil ich weiß, wenn ich einmal drauf hau, der Gegner ist tot, ich kann einfach weiterlaufen. Wenn ich nicht weiß, dass der Gegner instant tot ist, dann muss ich so ein Hin und Her Guerilla-Ding machen. Das ist schwieriger. Kaputt. Warte. So. Sehr schön. Also jeder Gegner, oder die Gegner, die Gold droppen, wenn sie mal Gold droppen, dann droppen sie einen Sack und 3, 4 Münzen. Testen wir mal. Einer von euch muss jetzt Gold droppen. Du. Jo. Ein Sack, 3, 4 Münzen. Au. Die Stacheln kamen ganz schön schnell. Ja, na. So. Oh, 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 oh. Das ist ein böser Raum. Ganz, ganz böser Raum. Oh, 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 oh. Oh, ne. Nee, 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 nee. Wir haben gut was geschafft, aber nee. Hokage, wenn man von ihm spricht, keine Lebenspunktanzeige ist tödlich. Paladin, der schneller sich bewegt. Und Hokage, der rumgrölt. Nö, ich nehme den Paladin. Wir wollten ja eigentlich einfach mal den ganzen Dungeon klären. Da ist der Paladin genau das Richtige. So, wir mussten, glaube ich, noch 2-mal Angriffskraft erhöhen, damit wir bestimmte Gegner one-hitten können. Das mache ich jetzt mal. Und mit dem Rest holen wir uns... Was? Mana sollten wir auf jeden Fall erhöhen. Aber gerade jetzt in diesem Leben... Nicht wieder Lebenspunkte, damit wir vielleicht doch mal 1, 2, 3, 4 Ebenen clearen können. Nee, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Also 1, 2, 3, 4. So. Gold oder Leben? Gold oder Leben? Ich glaube, ich nehme... Oh, es gibt hier keinen Lebensentzug hier.
Ne, da können wir auch Gold behalten. Aber hier können wir auf Leben umschalten. Ja. Also Doppelsprung, dreimal Lebensentzug plus den Lebensentzug vom Schwert. Ja, ist ordentlich. Das heißt, jetzt werden wir mindestens eine Ebene klären. Wenn nicht sogar zwei oder drei. Außer wir werden gleich mit irgendwelchen total nervigen Rollen zubombardiert. Und unsere Magie macht gar keinen Schaden. Ja. Das schöne Gold. Aber ja. Einfach als Paladin dann denken, du hast ein Schild, du hast ein Schild, du hast ein Schild. Und wir haben jetzt genug Mana über, um das Schild auch zu benutzen. Also wenn wir es nicht gerade alles für sinnloses Messerwerfen verballert hätten. Du bist ein Paladin, du hast ein Schild, du bist ein Paladin, du hast ein Schild. Oh. Okay, die Fleischdingens da lassen wir mal stehen. Wow. Und das... Das war schon wieder so ein Instant-Schadenraum. So ein Cheater-Raum. Fast so schlimm, wie einfach so Stacheln auf den Boden zu schmeißen. So. Oh. Und auch immer dran denken, du kannst den Schild auch einfach rausholen. Wenn er nicht benutzt wird, verlierst du kein Mana. Also lieber einmal mehr rausholen als... Oh, Schaden nehmen. Hex. Ja. So, wo waren die Gegner? Wo waren die Gegner? Ah, da waren die Gegner. Da ist der nächste. Jetzt ist Ruhe, Karton. Jo. Zing. Ching. Ding. Das ist irre praktisch. Also ja, ich weiß nicht, wie ich ohne die Spezialfähigkeiten früher leben könnte. Aber ich konnte es wahrscheinlich eher nicht, deswegen haben wir auch neu gestartet, ne? Oh. So. Kaputt, kaputt, kaputt. Und ja, wir brauchen definitiv noch mehr Angriffskraft. Das kostet so viel. Aber gut, wenn wir jetzt wirklich ein, zwei Level komplett clearen, wozu ich eigentlich erstmal auf einem Level bleiben sollte, wenn wir das wirklich schaffen sollten, dann müsste auch genug Gold rumkommen, um pro Leben so drei, vier Mal Angriffskraft zu erhöhen. So. Ah, Hölle ist schon wieder zu chaotisch. Ich habe viel zu viele Räume übersprungen. Das ist nicht so schön, was jetzt gerade passiert. Vielleicht werde ich ja hochgeschubst. Schade. Das wäre richtig cool gewesen, wenn ich auf diesem Stachelding bis zur Kartengrenze, also hier, gesurft wäre und einfach rausgelaufen. Oh ja, hat sehr viel Mana gekostet, sah aber lustig aus. Das ist das Ganze fast wert. So. Oh, da ist noch ein... Ja. Oh. Nicht in Zombies reinlaufen. Gold, 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 Gold. Beim nächsten Teleporter sollte ich mich zurück zum Eingang teleportieren. Wir werden so oder so zigmal zickzack laufen müssen hier in der Hölle. Weil wir da oben so viel übersprungen haben. Also ja, Hühnchen lasse ich mal hier. Kisten kommen mit. Nein, nein, nein. Erst einsammeln. Dann gucken, was hier noch so ist. Glücksspiel. Ein nicht allzu schwerer Raum. Der gerade schwerer geworden ist durch die Kamikaze-Stacheldinger. Und hier ist irgendwo... Oh. Ching. Es sind viele Kamikaze-Stacheldinger. Und es sind gerade noch mehr geworden.
Au. Zwei Kisten. Ja. Komm, einfach Schritt für Schritt alles töten. Oh, da ist so ein halb... Naja, nicht mal halb. Ein Viertelboss. Genau, du. Ah, 16.000. Und seht ihr mal, wir haben volle Lebenspunkte. Und haben jetzt schon 16.000 Gold zusammen und alles. Und alles ist total entspannt. Verglichen jetzt mit dem Spelunker und dem Assassinen. Aber das sind wirklich die Klassen, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich einfach nur grinden will. So. Aber wie gesagt, das wird später in den New... Danke für die Lebenspunkte. Das wird im New Game Plus und Plus 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 und Plus 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 wahrscheinlich ganz anders werden. Da werden alle Klassen wichtig. Vor allem der Drache, das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Durchgehend piu-piuen können. So, und die Truhe auch noch. So. Wir wollten eigentlich aus der Hölle raus. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke mir erstmal noch die Räume hier an. Weil es könnte ja sein, dass wir auch bald mit der Hölle fertig sind. Denn wäre es doof, wenn wir rausgehen würden, ne? Schwing. Psst. Trifft er nicht mal. Boah, Magier. Kaputt, kaputt. Durchgehend volle Lebenspunkte. Sehr schön. Oh, keinen Schaden nehmen. Das kennen wir doch. Auch wenn es tierisch nervig ist. Aber es ist sehr gutes Movement-Training. So. Ja, okay. Gutes Training heißt nicht, dass man es immer schafft. Aber wir töten sie einfach trotzdem alle, weil sie geben Lebenspunkte und Gold. Viel Gold. Ganz viel Gold. Ich glaube, allein der Raum hier war schon 1.000-2.000 Gold. Wow. Oh, ganz vergessen, dass das eine Selbstschussanlage war. So, raus, raus. Oh, 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 oh. Gehen wir erstmal dahin, wo ich normalerweise nicht hingehen. Was zur Hölle? Das ist sehr komisch. Das bringt nichts, ne? Okay, hoffen wir auf Crits. Okay. Lalala. Bisschen witzlos, aber okay. Machen wir es anders. So. Gold, 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 Gold. Okay, wir können es nicht anders machen. Oh. Das alles jetzt für ein paar Goldmünzen, die droppen. Ja, genau dafür. Ja, hahaha. Warum haha ich eigentlich? Warum? Die können einfach stehen bleiben, die alle einfach umbringen. So. Weil selbst wenn die mich treffen, ich krieg die Lebenspunkte eh wieder durch die Kills. Außer ich laufe ganz am Ende in das Feuer rein. Ding, ding. Sehr schön. Die Räume rechts sollte ich, glaube ich, nochmal angucken, bevor ich hier links weitergehe. Weil ich habe den Verdacht, dass der Bereich hier mit dem Bereich da oben verbunden ist. Dann müsste ich später hierher wieder... Ich hasse euch, doofe... Random Generatoren von Level-Dings. Achso, hier ist bloß eine Kiste. Ah. Okay. Ich wollte gerade stylischerweise... Oh, nicht in die Stacheln springen. Ich wollte auf die Eisenkugel raufspringen und darauf surfen wie das eine Mal. Und das klappte nicht so wirklich gut. Oh. Yikes. So. Aber ja. Der Paladin ist gut genug, dass ich zwischendurch mir solche Spirenzchen erlauben kann. Wie den Versuch auf Eisenkugeln zu surfen.
Au. Zing. Zing. Muss doch hochdrücken. So. Kaching. Oh, 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 oh. Ist der Raum schon durch? Jo, ist er.